Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Im Studio heute hier der Christian und ich bin der Saji und wir erzählen euch heute was über den 17. Januar. 17. Januar. 17. Januar hat Geburtstag Mohammed Ali. Mohammed Ali. Float like a butterfly, sting like a bee. Sting like a bee, genau. Ja, genau. Die Legende des Boxkampfsports, kann man sagen. Große Fresse gehabt, deswegen fand ich das. I'm the world greatest, ja. Das waren so seine Sprüche. Immer die Fresse aufgerissen und dann. Aber 61 Kämpfe, 56 Siege, davon 37 K.O. Da kann man auch mal die Fresse aufreißen. Ja, war ja. Weil mehrmals Weltmeister hat ja keiner so geschafft, ne? Ja, und ja, wie ich schon gesagt habe, die Legende des Boxsports. Braucht man eigentlich Muhammad Ali, kann man gar nichts zu sagen, weil der Name sagt alles. Ja, dann fange ich an zu zittern, wenn ich den Namen höre. Ja. Cassius Clay geht noch, ja, aber wenn man sagt Muhammad Ali, dann ist. Das war ein Witz. Nee. Das war ein ganz schlechter Witz. Egal. Mach weiter. Ja. Das war ein ganz schlechter Witz. Ich wollte ihn auch übertönen, aber es hat nicht funktioniert, ja. Genau. Was ist heute am 17. Januar noch passiert? Sag's mir. Achso, ja, genau, hier Helmut Kohl wurde gewählt. Helmut Kohl wurde gewählt. Genau. Der erste gesamte deutsche Bundestag hat Helmut Kohl zum Kanzler gewählt. Ja. 1991, genau. Ja. Das war noch jung, der Helmut. Heute sieht er nicht mehr so aus. Ist egal. Okay. Genau. Was war noch am 17. Januar? Sag's mir. Nein. 17. Januar 1891 fanden in Deutschland die erste Meisterschaft im Eiskunstlauf statt. Eiskunstlauf? Ist so gar nicht mein Ding. Doch? Nein. Also ich glaube, das wäre so. Kannst du Schlittschuh laufen? Ich kann mich auf Schlittschuhen halten. Du kannst dich nicht sofort hinlegen, oder was? Naja, ich fahre dann so Richtung Bande und dann an der Bande pock. Das ist gar nicht mein Ding. Okay. Also Schlittschuhfahren, Skifahren sind sehr viele Ähnlichkeiten. Von daher, das klappt schon ganz gut. Ich würde gerne mal Eishockey ausprobieren. Ich würde gerne mal versuchen mit so einem Puck ins Tor. Da hätte ich schon mal Bock drauf. Ja, aber du kannst ja keinen Schlittschuh laufen. Doch, kann ich. Richtig, ja. So mit Pirouette und anderem. Nein, nicht hier so wie hier. Nein, so nicht. Nein, ich rede von Schlittschuhlaufen. Ja, du hast nicht so Rüschen da irgendwie. So Rüschen, das finde ich gut irgendwie so bei dir. Beim Eishockey. Ja, beim Eishockey, genau. So richtig schön schwules Eishockey. Was war noch am 17. Januar? Ja, am 17. Januar ist auch Tag der italienischen Küche. Ah, Bruschetta haben wir. Sagt man Bruschetta oder sagt man Bruschetta? Bruschetta. Ich würde jetzt sagen Bruschetta. Bruschetta? Ja. Oder Bruschetta? Nee, Bruschetta. Nee, aber Bruschetta, da weißt du auch Bescheid. Ja. Quattro Stacchioni, die Pizza. Ja. Genau. Ja. Mama Margherita. Und ich hätte gerne eine Portion Gnocchi. Ja. Wenn du es an der falschen Stelle sagst, bringt er den Cocktail. Richtig. Ja. Wenn du es im falschen Restaurant sagst. Was hast du gesagt? Gnocchi. Gnocchi? Ja. Gnocchi. Calzone, das singt doch auch der Eros. Singt doch auch. Eros Amazon. Sebastas una bella calzone. Sagt er doch, ne? Ich glaube, wir beenden das hier ganz schnell. Ja, das war Shoki Banoki Daily, eure Tagesdosis Angeberwissen. Das war Sascha, das ist Christian und wir sagen Cheerio, Miss Sophie, bis morgen.